Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trials Fusion. Ja, mit mir dem Alex und wir sind hier bei Fähigkeitenpotenzialzeug und wir sind hier Ökopark heißt die nächste Challenge und ja, mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Wir sind ja mal bei den neuen Parcours, wir haben ja was freigestellt in der letzten Folge und haben da auch die ganze Zeit versucht, uns zu steigern bei dem ersten richtigen Parcours. Naja, haben wir nicht geschafft, von daher versuchen wir es jetzt mal hier unser Glück, vielleicht kriegen wir es ja hier besser hin. Alter, was die Tuss auch manchmal für im Hintergrund für eine Scheiße labert. Wenn man da manchmal zuhört, denkt man sich auch nur so, what the fuck. So. Ja, hier knallen natürlich die Türen, als ob Eltern Rücksicht nehmen. Das ist denen natürlich scheißegal, ob man was aufnimmt für YouTube oder so. So. So, komm. Ah, Mann, ey, ernsthaft? So. Oh, geil. Ach, ist auch richtig Premium von mir an der Stelle eben gerade. Oh, das ist bei Trials Fusion komme ich manchmal immer in diese Pedoli, dass ich wenig sage, also wenig kommentiere eigentlich, weil ich mich dann konzentrieren will, aber das ist ja auch das Falsche, denn ihr wollt ja unterhalten werden. Gut, das werdet ihr schon von meiner Fehlhaftigkeit, aber naja. Ach Gott. Schon 10 Tries schon wieder. Okay, das war gerade auch wieder zu kompletter. Ah, das hätte ich eh nicht bekommen. Deswegen. So, hier muss ich gerade ein bisschen hochsteigen. Okay, und jetzt so zack. Und jetzt hier so hoch. Und jetzt landen. So, Silbermedaille auf Anhieb, hammer nice. Wir haben es nach 14 Versuchen und 1 Minute 41 haben wir es geschafft. Und ja, das ist anscheinend gut genug, um weiterzukommen. Das ist schon mal nice. So. So. So, das sind 78 Medaillen in von 94, die wir schon mal haben. Das ist ja nicht so viel. Wir brauchen noch 16, naja. Nicht schon so viel, was wir noch erreichen müssen. Aber egal, in der Challenge lassen wir die Challenge lassen wir jetzt, kann man da so stehen für sich und machen weiter mit der nächsten und die heißt Eisbrecher. Und ja, vielleicht kriegen wir es ja jetzt hier ordentlich Ergebnis hin. Eine Goldmedaille wäre natürlich absolut Bremer, aber ich sag mal so, mit den Silbermedaillen bin ich eigentlich schon zufrieden. Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich nicht weiterkomme, wenn ich nur Silbermedaillen mache. Das ist das Problem, da muss ich wieder 50.000 Folgen verwenden, darin die Medaillen nachzuholen und das ist natürlich scheiße. Aber es kann ja nicht nur skillvolle Let's Plays geben auf YouTube, ne? Und nicht nur von den ganzen... Ist ja, denke ich, auch mal gestattet, wenn Leute neu mit diesem Spiel anfangen und dann noch nicht so viel drauf haben, wie die, die dieses Spiel schon seit, keine Ahnung, Trials Evolution oder noch weiter vorher spielen. Ah, scheiße, hätte ich mich drehen können, Mist. Okay, das waren zu viel Trials schon wieder. Für irgendwelche Ansprüche waren das tausendmal zu viel Tries. Ach komm, jetzt ernsthaft. Komm. Ach, dieses Scheißding, das wippt auch noch weg, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ah, okay, das war scheiße. Ich muss hier irgendwie... Dieses Scheißding geht auch noch weg, wenn man hier so hinkommt. Was ist das für eine schwule Scheiße? Es geht noch extra weg, sodass man noch schwieriger hat, da hinzukommen. Ja, ich war oben drauf mit meinem Körper, mit meiner Leiche. Ah nein, nicht so rum. So, ich muss den hier so hochziehen lassen. Das vergesse ich immer wieder irgendwie. Oh yeah, jetzt habe ich es geschafft. Und den nächsten schaffe ich schon wieder nicht. Und jetzt schaffe ich ihn, geil. Alter, ich schaffe nicht mal mehr diesen Versuch hier ordentlich, geil. Ach komm, ernsthaft. So, jetzt aber.
Oh, Alter, ist diese Scheiße hier an der Stelle gerade schwierig, weil ich immer denke, dass ich hier reinfalle in diese Lücke. Nein! Und ich falle auch mal in diese Lücke, aber dieses Ding, dieser Oberrang, wo man drüber kann, der lenkt total ab. Und das ist nervig. So, jetzt komm, ey, ernsthaft, bitte. Oh nein, ey, ohne Scheiß. Ja, komm. So. Nochmal hier unten drunter durch. Oh, geil. Ernsthaft, ey. Ich schaff's nicht mal richtig durch, ey. Ey, ohne Scheiß, wenn ich so hoch drücke, dann fährt er noch. Ohne Scheiß, es nervt doch gerade schon wieder hitterisch ab, die seine Challenge. Okay, da oben ist sogar ein Explosionsfass. Alter, ohne Scheiß, warum schaffe ich sie jetzt nicht hoch? Und da habe ich zu weit rüber gelenkt, geil. Alter. Ohne Scheiß, jetzt geht Alex, ey. Kann nicht sein hier, ohne Scheiß. Vor allem, wie ich auch immer wieder zwischendurch ruhig bin, das gefällt mir überhaupt gar nicht so aus Let's Play-technischer Sicht, aber... Ach Gott. Weißt du, dann schafft man es da hoch und dann ist es einfach so schwierig, dass man es da nicht weiter schafft. Alter, ohne Scheiß, verpiss dich doch. Ist nicht möglich, diese Challenge ist nicht machbar. Jetzt ernsthaft, komm, gib Gas. Alter, ernsthaft? Das ist einfach zu schwierig. Okay, jetzt geht's. Ich sag, am 100. Mal kriegt man es dann irgendwann hin, ja. Geil. Jetzt ernsthaft, komm, auf geht's. Wow, yeah, ganz knappe, ja, Bronzemedaille, aber richtig knapp wahrscheinlich. Mit 5 Jahren Abstand wahrscheinlich. Ja, 16 Fehler sind erlaubt und 4 Minuten. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird niemals mein Parcours, ja, Alter. Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht für diesen Bereich, ja. Für die schweren Maps bin ich, glaube ich, viel zu schlecht einfach. Ich glaube, so kann man es ausdrücken, ja. Eins. Guck mal, selbst bei sowas fehle ich gerade schon, ey. Alter, wie die hier immer gegen diese Dings jumpen und dann wegfliegen. Ah, was ist denn hier schon wieder los? Ah, okay. Checkpoint getroffen. Ah, ich muss irgendwie hier oben drüber. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ey, wie komme ich hier drüber, ey? Ohne Scheiß. Jetzt komm. Ah. Ich kann auch hier so einen Chess-Bonnie-Hop machen, ja. Ja, und da lande ich irgendwie so zentral drauf, dass ich dann nicht mehr hinkrieg. Irgendwie lande ich da immer so zentral drauf, dass ich dann nicht mehr hinkriege, da irgendwie was zu machen. Ohne Scheiß, komm. Ey, ohne Scheiß.
Ey, jetzt aufge... Boah, ohne Scheiß, komm. Boah, ey, Alter, kann nicht wahr sein hier an der Stelle. Das regt doch schon wieder so auf. Ja, Toilette. Ich versuche hier selbst gerade irgendwie so mich durchzuschleusen, aber nein, es geht nicht. Ach Gott, ey, unten drunter durch kann man nicht... Mann, ey. Das ist doch kein Bunnyhop, den man hier machen kann. Weißt du, man landet schon so drauf und denkt sich, ja, mit der Kippachse bin ich eigentlich weiter drüben. Aber nein, Sir, du fliegst trotzdem zur anderen Seite runter. Das ist doch total wieder... Ah, das ist doch richtig scheiße. Wenn man dann immer zur anderen Seite wieder zurückfällt, obwohl man quasi eigentlich... Ach komm, gerade voll aufgeregt, weil ich mit dem Mikrofon hier gekommen bin. Oh Mann, ey. Und sich das für euch immer so scheiße anhören hört. Ich höre es ja immer, wenn ich dann beim Schneiden auf sowas treffe. Das hört sich immer tierisch scheiße an dann. So. Alter, ohne Scheiß. Ich glaube, diese Folge muss ich mangelnden Skill nennen oder so ein Scheiß, ey. Ey, das ist doch nicht mehr wahr, oder? Ernsthaft? Das sind 70 Tries gerade, 70. Für so ein scheiß Ding hier. Ohne Scheiß, komm jetzt. Jetzt komm, Mann. Ach, komm. Im Rückgrat mit dem Hinterrad versuchen sich hochzuangeln oder solche Ultra-Professional Tricks kann man ja auch nicht versuchen. Das Einzige, was ich die ganze Zeit versuche, was nicht klappt, ist ein Chess Bunny Hop. Och, ernsthaft, Leute. Sterb, weißt du? Oh, jetzt muss ich mich mal gerade wieder richtig hinsetzen und konzentrieren. Ey, das ist doch scheiße gerade hier. Sich dazu motivieren, jetzt beim 100. Try, ey, ist geil. Da hat man total Bock drauf, sich noch zu motivieren. Weißt du, das hasse ich an diesen Challenges und auch in diesem Spiel. Auch da kommt so eine scheiß Stelle, die du nicht kannst in diesem Ding. Und du hast die komplette Challenge verkackt, weißt du? Du kannst alles andere so perfektionieren, es ist scheißegal. Diese eine Stelle, wo du hängst, bringt dich um. Ach, komm jetzt. Komm. Ah, es macht im Moment einfach null Sinn. Ich überspringe die Strecke. Bringt ja nichts. Ich krieg's einfach nicht geschissen, die eine Strecke. Das ist vielleicht auch einfach zu schwierig für mich. Das ist auch, glaube ich, das letzte richtige Chapter. Und dann gibt's noch so einen Expertenteil. Vielleicht ist auch einfach das jetzt hier mein Ende. Also wenn ich merke, dass ich einfach nicht mehr schaffe aufgrund meiner Skills, dann beende ich auch das Let's Play an dieser Stelle, weil bringt ja dann nichts, ne? Bringt ja nichts, wenn ich noch 10.000 Folgen weiter versuche, wenn es einfach unmöglich ist für mich, auf schwierigen Maps etwas zu erreichen. Gut, das war jetzt einfach nur dumm. Das war jetzt auch dumm. So. Ach jo, weißt du, der kommt da nicht drauf. Er will mich verarschen. Ey, ohne Scheiß, diese Lücke ist es quasi gar nicht existent. Aber wie man auch nicht das Ding hier drauf hier drauf. Ach Gott, ey. Was ist denn das so schwer daran, das Ding hier zu stabilisieren? Irgendwie, man kriegt ja auch keinen Crit auf diesem Scheißblech hier. Kriegt man keinen Crit. Warum geht denn der immer so schnell mit seinem scheiß Vorderding hoch? Ey, der geht hier immer so mit seinem scheiß Vorderrad hoch. Das versteht kein Mensch, warum der das macht.
Ich glaube, ich brauche hier jeden einzelnen Checkpoint, Ach, jetzt ernsthaft. Weißt du, es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, so zu landen, dass man nicht irgendwie hin und her fliegt. Yeah, ich hab's geschafft, nice. Okay, das wird die nächste abgefuckte Challenge. Das ist nämlich hier wieder so ein scheiß Bunny Hop. Und den. Allein diese Chance bei diesem scheiß Bunny Hop, wie oft ich schaffe, den so auszuführen, dass das System das cool findet, ist krass. Oh Gott, ey. Weißt du, dann schafft man diesen scheiß Drecks Bunny Hop schon und dann, ja. Weißt du, dann schafft man hier schon was und dann bringt es einem nichts, ey. Weil nach so einem scheiß Bonnie noch so ein scheiß Ast kommt, der einen nervt, ey. Ja, Junge, das mit dem Hinterrad ist eh das Geilste, weißt du. Dann liegt es irgendwo in der Luft und man kommt es nicht mehr dran, ey. Guck mal, und sowas passiert dauernd, ey. Und sowas regt einfach nur hammermäßig auf. Boah, Junge, mach. Auf geht's, boah, Junge. Geht doch, ey. Geht doch. Puh. Yeah, wenigstens das habe ich auf einmal geschafft. Natürlich die ganz klare Bronzemedaille. Naja. Nicht so geil, egal. 3 Minuten 31. Oh yeah. Alter, was, wir hätten maximal 16 Tries und 4 Minuten 10 brauchen dürfen. Gut, heißt von den Tries hätten wir, boah, ist, keine Ahnung, ein Viertel haben dürfen oder so. Ich habe jetzt keinen Bock, doch ein Viertel ungefähr, genau. Alter. Naja, würde auch an der Stelle mal sagen, das war's von der Folge und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.